Guten Tag, ich heiße Sibyl. Ich habe die meisten meiner Patienten aufgegeben. Ich spüre eine sehr gute Energie. Ich will nur schreiben. Ich bin sogar ein bisschen davon besessen. Ich glaube, ich brauche Ihre Hilfe. Diesen Dreh habe ich mir erkämpft. Ich kann das unmöglich aufs Spiel setzen. Das geht auf keinen Fall. Ich bin im zweiten Monat. Ich kann es nicht behalten. Ich habe solche Angst. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Er ist Schauspieler. Ich kann seinen Namen nicht sagen. Er ist bekannt. Du entledigst dich deiner Patienten und nimmst diese Frau an? Wir haben doch alle eine Schwäche für einige von Ihnen, oder? Hör auf, über sie zu schreiben. Ich schreibe nicht über sie. Ich bin von dieser Frau besessen. Fehlt er dir? Die Intensität der Liebe, die wir füreinander empfunden haben, fehlt mir. Eine Sache habe ich Ihnen noch nicht gesagt. Er ist mit der Regisseurin des Films zusammen. Sie müssten zu den Dreharbeiten kommen. Ich kann nicht mehr denken oder vorausplanen. Nein, unmöglich. Das geht nicht. Wieso haben Sie sie gecastet, wenn Sie wussten, dass sie was mit Igor hat? Ich dachte, es sei bloß eine kleine Affäre zwischen Ihnen. Action! Ich dachte, ich könnte mich zurücklehnen und zusehen, wie die Wirklichkeit alles zerstört. Du solltest dich mit Sprich nicht mit mir. Sprich mit Sibyl. Sibyl, sagen Sie ihr, sie soll aufhören, mir bewusst weh zu tun. Das geht nicht. Seien Sie bitte nicht aus Prinzip gegen mich. Das ist nicht lustig! Mir reicht's. Mika! Es gibt Menschen, die sind sehr unglücklich. Und darum nehmen sie ganz viele Sachen, um zu vergessen, dass sie am Leben sind. Und wenn sie noch etwas Kraft haben, fangen sie an, den anderen das Leben schwer zu machen. Du musst lernen, deine Mutter zu manipulieren. Das hilft dir auch für später.